Herzlich willkommen, Mario Peduzzi. Er ist einer der neuen Stipendiaten und Stipendiatinnen des 24. Klagenfurter Literaturkurses. Er ist im Brotberuf Bankangestellter, hat Wirtschaft und Management am Management Center Innsbruck studiert, aber auch vergleichende Literaturwissenschaft an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, hat einige literarische Veröffentlichungen vorzuweisen, beispielsweise Der Berg im abnehmenden Licht in Komplex Nummer 10 im Jahr 2019 und den Text Geschlachtete Götter in Und Radieschen Nummer 52 2019. Das ist eine niederösterreichische Literaturzeitschrift. Er hat den ersten Platz beim Schreibwettbewerb des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten belegt und war auf der Longlist des FM4-Wettbewerbs Wortlaut im Jahr 2016. Du jetzt erwähnt, du bist Stipendiat des Klagenfurter Literaturkurses. Warum bewirbt man sich da? Das ist eine interessante Frage. Also für mich war es, man verfolgt ja die Biografien der Schriftsteller, die man selber ganz interessant findet, der gegenwärtigen Autoren. Und da war schon bei ganz vielen der Klagenfurter Literaturkurs zu finden. Und dann hat man so eine Vorstellung davon, was Literaturbetrieb ist und wie das funktioniert. Und gerade wie es bei mir ist, ich komme aus einem literaturfernen Umfeld. Mhm. Der Austausch mit den Autoren und mit Tutoren und Tutorinnen, der war mir immer ganz wichtig. Oder habe ich mir vorstellen können, dass der ganz toll sein kann. Und dann schreibt man einen Text und hofft, dass es klappt. In deinem Fall hat das geklappt. Also ich hoffe, dass es produktive Gespräche gibt. Wie ist das mit dem Schreiben? Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wir haben uns schon ein bisschen unterhalten. Das kam eigentlich vom Lesen her. Verstehe ich das richtig? Ich habe eigentlich als Kind immer schon gern gelesen. Man wächst dann natürlich nicht nur in den Jahren, sondern auch mit den Dingen, die man liest. Und irgendwann war dann der Schritt da, ist zumindest mir so gegangen, wo ich nicht nur noch lesen wollte, sondern auch schreiben, um dem Ganzen auch ein bisschen entgegenzugehen. Und habe für mich dann irgendwann auch bemerkt, dass das Schreiben mich nicht nur insofern selbst weiterbringt, sondern auch einen ganz anderen Blick fürs Lesen ermöglicht. Also man wird nicht nur ein besserer Schreibender mit den Jahren und durch die Übung, sondern finde auch ein Stück weit ein besserer Lesender. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, das Schreiben in den Mittelpunkt rücken. Wann begann das bei dir? Ich würde sagen, das Schreiben war immer schon da, nur die Ernsthaftigkeit, mit der das Ganze betrieben wird, hat sich im Laufe der Jahre verändert und vor allem die letzten 5 Jahre, also 2016 eigentlich mit dem FM4 Wortlaut. Die Longlist, das war so die erste Bestätigung, okay, der Text, den man sich da eingebildet hat und auf Papier gebracht hat, der taugt was. Das war so die erste Bestätigung und dann hat es eigentlich nur noch geheißen, dran zu bleiben und vor allem mit Familie und Beruf das Ganze in Einklang zu bringen. Und ich habe dann irgendwann bemerkt, dass ich eigentlich, desto weniger Zeit ich habe, desto produktiver werde ich und desto größer ist der Wunsch, das dann trotzdem noch zu betreiben. Und dann war für mich klar, dass es irgendwo dann in eine Richtung gehen muss. Und diese Richtung hat mich dann jetzt am Ende vom Tag daher geführt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, man hat in diesem kurzen Gespräch schon gemerkt, Mario Peduzzi ist sehr strukturiert, sehr analytisch, das stimmt schon, ja. Sehr ernsthaft. Aber wie man sieht, haben wir auch viel Spaß miteinander und auch das ist ein schöner Aspekt des 24. Klagenfurter Literaturkurses. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.